Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. In der letzten Folge hatten wir ja einen tierischen Helfer, der noch dazu echt knufflig irgendwie war, auch wenn ich weiß, dass es Raubtiere sind und die doch sehr gefährlich sein können, die Eulen. Aber er war richtig süß und in der heutigen Folge, wir haben ja schon in der letzten Folge versprochen, dem guten Kurt zu helfen. In der heutigen Folge müssen wir jetzt aus dieser ganzen Irrenanstalt hier entkommen. So, jetzt bin ich am Überlegen, wo denn jetzt der Eingang ist. Der ist, glaube ich, jetzt in die Richtung schneller, oder? Ich weiß es nicht. Das Ganze ist ja irgendwie, ja, so kreismäßig hier angeordnet. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder ob der Typ uns jetzt aufhält. Das kann ich hier wieder nicht... Ah, jetzt... So, reparierter Schlüssel. Aber den Schlüssel würde ich mitnehmen, Mädel. Nimm den mit. Nimm den mit. Mist. Finden Sie Dr. Samyatin. Was ist das denn hier? Alles komische Hieroglyphen. Ich glaube, es ist russisch oder so. Ja, woher soll ich jetzt wissen, was da von Samyatin ist? Lass mich mal hier wieder raus. Moment, da ist die Tür. Aber ich würde mich ehrlich gesagt schon gerne hier drin nochmal kurz umschauen. Ich weiß jetzt nicht, Dr. Samyatin heißt ja eigentlich, dass der hier drin ist, oder? Oder war der Dr. Samyatin, war das jetzt einer hier von dem Stamm? Also ich habe so verstanden, dass der von dem Stamm ist. Oder auch nicht. Ah, guten Tag, Frau Walker. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt. Ja, das glaube ich. Dr. Jefimova und Dr. Mangeling wollen alle glauben machen, dass ich verrückt bin. Um zu rechtfertigen, dass sie mich hier gegen meinen Willen festhalten. Olga hat mir tatsächlich von ihrem Hang zu Paranoia berichtet. Hüten Sie sich davor, solchen irrigen Vorstellungen zu viel Raum zu geben, Frau Walker. Sie könnten die Quelle vieler Ihrer Schwierigkeiten sein. Sowohl für Sie, als auch für die Menschen um Sie herum. Leider muss ich Ihnen versichern, dass meine Anschuldigungen gut begründet sind, Dr. Samyatin. Ich bin bei völlig klarem Verstand. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber ich ermahne Sie. Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga, auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Aber... Das Thema ist beendet, Frau Walker. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Das gehörte eins Oscar. Ja. Die Frage ist nur, wer ist Oscar? Es ist ein Andenken. Eine schöne Erinnerung oder eine schlechte? Eigentlich beides gleichzeitig. Natürlich. Wie alle Erinnerungen gewissermaßen, nicht? Wie auch immer. Für Sie ist es wichtig, dass Sie vermeiden, sich zu sehr verfolgt zu fühlen. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Walsimbor zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf. Und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker.
Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen. Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Walsenboer. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus. Nein, ist das jetzt euer Ernst? Ich dachte, ich kann einfach durch die Tür gehen. Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die U-Call, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Warum haben die U-Call Sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem Ihrer Züge tauschen die Schamanen der U-Call und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die Sie mit Ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den U-Call, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die U-Call zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Ich habe den Eindruck, dass die U-Call hier nicht sonderlich beliebt sind. In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Walsenboer Ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Walsenboer mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die U-Call jetzt schon seit mehreren Wochen am See Walsenboer festhängen, hat das nicht besser gemacht. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, Sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Na toll. Dokumente öffnen, okay. Ja, lesen. Okay, Kapitel 16. Das ist wohl das Mammut, von dem die gesprochen haben. 17, nicht 16. Auszüge aus U-Call-Kultur im Lauf der Jahrhunderte. 1962. Von den U-Call geschlachtetes Mammut. Illustration gemäß. Nö, da steht jetzt nicht allzu viel drin. Okay. So, die Ursprünge des Stammes der U-Call. Die sahen alle so aus, so dickbäuchig und so, okay. Aber die haben so unheimlich kurze Beine, finde ich irgendwie. Vorwort, U-Call, ein Name, der selbst meine gewöhnlich verschlafenen Studenten aufhorchen lässt. Nie zuvor hatten sie von der Existenz dieses faszinierenden Volkes gehört. Ein starkes Volk, ausgesprochen unabhängig und gütig. Warum also umgibt der Hauch des Mysteriösen die jahrhundertealte Kultur? Und wie durchdringt man diesen Schleier? Das Kompendium, das Sie in den Händen halten, Rechtschreibfehler, ist das ultimative Nachschlagwerk zum Thema. Ich kann ohne Zögern bestätigen, dass seine Lektüre
Okay, kein Rechtschreibfehler. Das ist eine Lektüre, mich zu meinem jahredauernden Studium dieser Kultur im Rahmen meiner gemeinsam mit dem Autor durchgeführten paläontologischen Forschung inspiriert hat. Ich hasse dieses Wort. Welch größeres Kompliment gibt es für ein akademisches Werk als die Tatsache, dass es einen Kollegen mit dem Wunsch erfüllte, ein neues Forschungsgebiet zu erkunden und diese neue und andauernde Leidenschaft nachfolgenden Generationen von Studenten vermittelt hat? Das ist der Professor. Dann geht es hier noch weiter. Um das nur noch mal kurz zu sagen, ich habe so viele Rechtschreibfehler in anderen Spielen stellenweise gehabt, dass ich jetzt schon wieder auf was anspringe, was eigentlich richtig ist. Aber egal. Mitglieder des Stammes der Yukul. Die Entstehung des Stamms der Yukul genau zu datieren ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Zahlreiche Spuren und Ruinen, die sich zwischen dem nördlichen Ural und dem französischen Alpen befinden, weisen auf eine Existenz hin, die bis zu den Anfängen der Geschichte zurückreicht. Zu dieser ungewöhnlichen Langlebigkeit kommt etwas weiteres, Bemerkenswerteres hinzu. Der Charakter der Sitten und Gebräuche der Yukul, der sich über Jahrhunderte nicht verändert hat. Dieser seltene Erhalt der Lebensweise eines Stammes erklärt sich hauptsächlich durch ihre Abgeschiedenheit. Die Yukul sind bei uns kaum bekannt. Okay. Unsere weitgehende Unkenntnis dieses Stamms beruht auf der Korrelation zweier Faktoren. Der erste ist die nomadische Lebensweise der Yukul, präziser halbnomadisch, worauf wir später näher eingehen, die zugleich den Grund für den zweiten Faktor darstellt. Die Routen, die dieser Stamm einschlägt, liegen hauptsächlich in unbekannten, größtenteils wilden Gebiet an den Rändern der großen und dominanten Zivilisationen, die die Geschichte Eurasiens geprägt haben. Diese zwei Faktoren ermöglichen es den Yukul, alle Versuche ethnischer und religiöser Säuberungen zu entgehen und sich aus den großen Konflikten herauszuhalten, die den Kontinent erschüttern. All diese Parameter ermöglichten die Bewahrung ihrer Kultur. Nichtsdestoweniger, und auf diesen Punkt kommen wir später noch zurück, sind die Yukul nicht allen fremd. Ihre Züge bringen sie in regelmäßigen Kontakt mit den Eingeborenen. Wenn letztere auch ihre Durchreise tolerieren, haben sie doch nie eine Vermischung mit dem Stamm geduldet, was jede Form der kulturellen Verwässerung verhinderte. Was macht der denn da? Sucht er jetzt ein paar Regenwürmer oder was? Ernte auf Schlitten, Illustration nach Schilderungen, okay. Oh Gott, wie weit geht das denn noch? Verhältnis zur Natur. Es gibt eine unleugbare, nahezu organische Verbindung zwischen dem Stamm der Yukul und der Natur. Die wenigen Spuren, die ihrer Zivilisation überschrieben werden, deuten darauf hin, dass es sich um Höhlenbewohner mit einer starken Anpassungsfähigkeit handelte. Der Stamm wohnte während seiner Wanderschaft in westlichen Ländern, in natürlichen Grotten, in arktischen Regionen hingegen bewohnte er von Hand ins Eis geschlagene Höhlen. Das ist krass. Ach, die Architektur ist ja eigentlich schon gut fortgeschritten. Die Yukul leben mit einer Reihe von Tierarten in Symbiose. Seien es die Eulen, die sie gezähmt und als Boten abgerichtet haben, oder die wenig bekannten Yukis, Kansis, Ursus, Polaris. Als Fährtensucher, Hütehund und Schlittenhund eingesetzt. Die Yukul sind Meister der Domestizierung. Das Überleben der Yukul hängt direkt mit dem bestimmter Tierarten zusammen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass der Stamm in prähistorischen Zeiten sehr eng mit Mammuts verbunden war. Sie dienten ihm als Lasttiere, Transportmittel und Quelle für Fleisch und Wolle. Ebenso wurden ihre riesigen Knochen als Baumaterial oder zur Herstellung von Möbeln verwendet. Ja, wie wir schon festgestellt haben, ist der Typ nicht verrückt gewesen, der das Mammut gesehen hat. Die Yukul glauben, dass die Mammuts tatsächlich nicht ausgestorben sind, sondern auf einer großen Insel im hohen Norden des Kontinents. Wenn der Autor dieser Zeilen es vorzieht, keine Meldung zum Ausdruck zu bringen,
die dem wissenschaftlichen Konsens direkt widerspricht, so sieht er sich jedoch gezwungen zuzugeben, mit eigenen Augen Beispiele von Jukul-Handwerkskunst gesehen zu haben, die aus den Knochen der Dickhäuter im erstaunlich gut erhaltenen Zustand gefertigt waren. Es bleibt die Tatsache, dass die Jukul ihre Abhängigkeit von den Mammuts auf die großen Schneestrauße Struthionivis verlagert haben. Ein Volk arktischer Zugvögel, die für ihr störriges, nervöses Wesen bekannt sind. Alle Strauße kennzeichnet die Besonderheit, dass sie etwa alle 20 Jahre zu einer großen Wanderung aufbrechen und riesige Strecken zurücklegen. Der Zweck dieser Wanderung ist es, die Herde in ein Gebiet zu bringen, wo sie sich fortpflanzen. Saftige Steppen, die im Herzen des heutigen Jakastan liegen. Okay. Das Ende. Animismus und Spiritualität. Eines der faszinierenden Charakteristika der Jukol-Kultur liegt in der Fähigkeit, eine materielle Notwendigkeit. Ein Teil des Stammes muss der Schneestraußherde folgen, um das Überleben der ganzen Gruppe zu sichern, in ein spirituelles Ereignis eine Basis für ihren Glauben zu verwandeln. Tatsächlich erlebten die Mitglieder des Stammes, die die großen Strauße begleiteten, den Zug als eine spirituelle Reise, eine persönliche Transzendenz, deren Zweck es ist, die Gunst der Geister für sich und seine Familie zu gewinnen. Die Route des Zuges ist entsprechend gekennzeichnet durch heilige Stationen, Riten und spirituelle Codes, die die Schamanen der Karawane sorgfältig einhalten. Diese sind sowohl Wahrsager, sie interpretieren die Zeichen, die die Geister hinterlassen, als auch Berater des Anführers der Wanderung. Als spirituellen Führers, der als Erwählter der Geister angesehen wird, der die Karawane in die legendären heiligen Lande führen soll, wo die Strauße sich fortpflanzen. Okay. Ja, da haben wir jetzt ganz viel über dieses Völkchen gelernt. Hier haben wir anscheinend nichts mehr, was wir machen können. Mit ihm reden bringt ja leider auch nichts mehr. Was ist denn das hier für ein Bild? Okay, hier kann man auch nichts angucken. Dann gehen wir erstmal raus. Hatte ich da jetzt eben schon mal zugehört? Schon so lange her? Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Warum nehmen Sie nicht im Wartezimmer Platz? Sie ist bei den Büros, gleich hinter der Rezeption. Nö. Hallo, ich möchte hier hin. Ach so, das war der Doktor. Die Amerikanerin ist wach. Sie müssen sich beeilen, Oberst. Doch nicht? Wie geht es ihr? Offenbar gut. Momentan ist sie noch fügsam. Das hält aber nicht mehr lange an, fürchte ich. Und was ist mit diesem Nomadenstamm? Genau wie in den letzten paar Jahren ist der Seewalz im Bohr nicht zugefroren. Darum kann ihre Herde das Eis nicht überqueren. Sie hängen hier fest. Und auch ihr junger Anführer ist noch in unserer Obhut. Wenn alles läuft wie geplant, bleibt den Jukol bald nichts anderes übrig, als heimzukehren. Besonders da ich einen Plan habe, um die Dinge zu beschleunigen. Gut. Und dann ist da noch dieser amerikanische Detektivoberst. Er sollte bald hier ankommen. Er soll Frau Walker ruhig treffen, wenn er will. Es bringt nichts, ihn jetzt schon zu beunruhigen. Aber letzten Endes sind wir für den Fall der jungen Frau zuständig. Kein Amerikaner kommt hierher und sagt uns, was wir tun sollen. Sehen. So, wir bekommen also hoffentlich bald Hilfe von außen von einem Detektiv. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bevor wir uns hier umsehen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen schnellen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.